Egal, wo du gerade bist, es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Und hier ist er, der Mann, der sich Julian nennt. Und da sind wir wieder. Der Sprechplanet geht bereits heute am Dienstag wieder an den sprichwörtlichen Start. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe heute am 14. Oktober 2014. Endlich mal wieder ein Sprechplanet am Dienstag. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann wir das jemals zuletzt gemacht haben, aber nächste Woche Dienstag ist es schon wieder so. Aktuell haben wir so viele tolle Gesprächsgäste, dass wir uns erlauben können, diesen Luxus rausnehmen, zweimal pro Woche den Sprechplanet online zu stellen. Heute haben wir einen ganz tollen Gast. Ich habe mich sehr gefreut, als sie zugesagt hat. Viele unserer Hörer haben sich im Laufe der Jahre immer mal wieder ein Interview mit ihr gewünscht. Jetzt ist es soweit, die Schauspielerin Doris Plenert wird hier gleich zu hören sein. Sie hat in so vielen Fernsehformaten mitgespielt und auf so vielen Theaterbühnen gestanden. Sie hat wirklich sehr viel Erfahrung und Know-how. Und das eine heißt nicht automatisch, dass das andere vorhanden ist. Bei ihr geben sich Erfahrung und Know-how die Klinke in die Hand und Sympathie setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Jetzt hier das Gespräch mit Doris Plenert, heute hier im Sprechplanet. Viel Spaß! Ja, und jetzt ist es soweit. Wir begrüßen Doris Plenert am Telefon. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich habe gedacht, Sie sind waschechte Berlinerin. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, ich habe bei Köln angerufen. Leben Sie gar nicht mehr in der Stadt? In Berlin nicht. Nee, nein, nein. Also ich lebe auch nicht. Also ich lebe auch nicht bei Köln, sondern eigentlich noch in Köln, also in Zündorf. Das ist der letzte Stadtteil von Köln in Richtung Bonn. Ach so, okay. Und aus Berlin bin ich schon ganz lange weg, und zwar 1984 habe ich die DDR verlassen und somit also auch Berlin. Okay, aber dennoch, wahrscheinlich auch durch den Beruf, kommen Sie oft wieder in die Heimat zurück, oder? Ja, jetzt in 14 Tagen fahre ich wieder für fast eine Woche nach Berlin, da drehe ich einen Studentenfilm und ja, ich drehe öfter in Berlin. Und außerdem ist meine ganze Familie in Berlin und die sind alle ganz schön sauer, dass ich nicht zurückkomme nach Berlin. Aber ja. Ich bin ja hier nach Köln zufällig gekommen, weil ich hier ins Engagement ans Schauspielhaus gegangen bin und habe gedacht, naja, mach 4 Jahre, wie man das so macht. Und dann bin ich hier hängen geblieben und bin jetzt seit 1986 hier und irgendwie ein richtig kölsches Mädchen geworden. Ja, ja, das ist witzig, ne? Gerade Köln und Berlin sind auch so zwei Städte, die für Schauspieler ja auch sehr attraktiv sind, ne? Ja, also das ist eigentlich auch der Hauptgrund, weshalb ich jetzt hier bleibe, weil ich bin hier in der, also ich bin, war dann 4 Jahre hier am Schauspielhaus engagiert. Und seit 1990 bin ich freischaffend und ich bin hier in der Kölner freien Theaterszene so verzahnt. Ja. Also ja. Ich muss mich nicht bewerben. Man nee. Fragt mich, ob ich ein Stück spielen will. Und das hätte ich in Berlin erstens mal wahrscheinlich überhaupt nicht so. Und zweitens mal, ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl in der Stadt hier. Ja, Sie haben natürlich schon sehr viele Jahre, sehr viel Schauspielerfahrung jetzt inzwischen. Jetzt haben wir 2014. Denken Sie manchmal noch so an die Anfänge zurück, wo das eben nicht selbstverständlich war, dass Sie selbstverständlich angefragt werden? Also wie fängt man das überhaupt an? Freischaffend, oder? Ja. Ja. Ach, naja, also sagen wir mal so. Ja, warum bin ich freischaffend geworden? Also ich habe damals meinen Mann kennengelernt. Und dann gab es einen, der ist Fotograf, dann gab es einen Intendantenwechsel in Köln. Und ich muss sagen, also am Stadttheater, vorher war ich am Stadttheater Basel engagiert und davor in der DDR. Also am Stadttheater engagiert zu sein, ist so eine ganz eigene Sache. Also weil man ist doch der Sklave des Theaters und ja. Man darf keine Sachen selber entscheiden. Und es wird sehr viel über den Kopf entschieden, welche Rolle man spielen darf und so. Und dann habe ich gesagt, ich höre jetzt ganz mit dem Theaterspielen auf, leckt mich doch alle am Arsch, ich reise jetzt nur noch mit meinem Mann, mein Mann ist Fotograf, in der Weltgeschichte rum. Und dann sind wir nur noch rumgereist, haben viele Reisereportagen gemacht, auch Kriegsreportagen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich werde wahnsinnig ohne Theater spielen, weil das kann ich nicht. Ich bin unglücklich, wenn ich nicht Theater spiele. Mhm. Und dann habe ich wieder angefangen und dadurch, dass ich natürlich auch immer dieses zweite Standbein mit dem Schreiben hatte, also ach so, weil es mir zu langweilig war mit meinem Mann als reisende Ehegattin mitzufahren, habe ich dann angefangen zu schreiben. Also irgendwie habe ich mir da nie so wirklich große Gedanken drüber gemacht, weil es ist irgendwie immer gekommen. Und wenn dann halt nicht mehr so viel Geld da war, dann habe ich eben zum Beispiel an einer Schauspielschule unterrichtet. Wie haben Sie denn gemerkt, dass Sie überhaupt Talent für diesen Beruf haben? Wo hat sich dieses Künstlerische bei Ihnen entfaltet? Wie fing das an? Also ich komme aus einer völlig unkünstlerischen Familie. Ich bin die Einzige in meinem Umkreis, die Künstlerin geworden ist. Ja. Meine Mutter hat gesagt, sie hätte vor einer Weile mal eine ehemalige
Mitschülerin von mir, mit der ich in der ersten Klasse war, getroffen und die hat gesagt, was, Doris ist wirklich Schauspielerin geworden? Das wollte die ja schon immer. Also ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. Ich bin in Babelsberg groß geworden, um die Ecke rum von der Filmhochschule, also da, wo früher auch das Ufergelände war. Und da bin ich natürlich, wie das so in Babelsberg ist, mit 14 im Café von einem jungen Kamerastudenten angesprochen worden, ob ich Lust hätte, bei ihm zu spielen. Dann habe ich mir gedacht, ja, die denken doch so, erzählen einem doch sowieso bloß irgendwas und in Wirklichkeit wollen sie nur ins Bett mit einem. Hab dann aber meine Mama gefragt und dann durfte ich also auch in den Herbstferien drehen. Und ja, dann habe ich halt immer schon viel an der Filmhochschule gedreht, hab dann auch so an der Schule halt Theater gespielt. Und da ich aber ein folgsames Mädchen war, habe ich dann das gemacht, was meine Eltern mir geraten haben, habe was Ordentliches studiert. Also ich komme aus einem Wissenschaftlerhaushalt, mein Vater ist Hochschuldozent gewesen, meine Mutter Bibliothekarin. Also ich habe dann anständig marxistisch-leninistische Philosophie an der Humboldt-Universität studiert. Oh ja, das klingt ja in der Tat sehr anständig, ja. Ja. ja, da ich aber meinen Mund nicht immer halten konnte, also schon während des Studiums, hat sich dann mein Verhältnis zum Marxismus, Leninismus und insbesondere zur SED doch etwas abgekühlt. Und dann habe ich halt überlegt, was ich machen kann, was irgendwie doch was mit Kunst zu tun hat. Und dann bin ich Dramaturgin beim Dokumentarfilm geworden. Und in der Zwischenzeit also geheiratet, einen Kamerastudenten von der Filmhochschule. Und dann habe ich meinen Sohn bekommen und war im Babyjahr. Und da hat mich dann, weil ich ja auch immer weiter an der Filmhochschule gespielt habe, eine Freundin gefragt, du, da gibt's soll ein neuer Kinospielfilm gedreht werden. Ich habe dich da vorgeschlagen, die laden dich vielleicht zum Casting ein. Na, und dann habe ich da das Casting gemacht und es war so ein 4-Personen-Kinospielfilm. Da habe ich dann die weibliche Hauptrolle gespielt und danach habe ich mich dann endlich getraut, Schauspielerin zu werden. Ja. Also mit einem Grund, weshalb ich auch immer mich nicht getraut habe, mein großes Vorbild war immer Jutta Hoffmann. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich werde sowieso nicht so gut wie die. Naja, und nachdem ich dann aber eben eine Hauptrolle in einem Kinospielfilm gespielt habe, habe ich gedacht, jetzt kann ich mich dann vielleicht noch trauen. Da haben Sie gemerkt, dass Sie eben doch so gut sind in diesem Beruf, ne? Nee, also das muss ich sagen, dass ich gut bin in diesem Beruf, das glaube ich erst seit ungefähr 10 Jahren. Ah, interessant. Ja. Also ich war immer, wie soll ich das erklären? Ich hab mich immer nur für eine mittelmäßige Schauspielerin gehalten. Und ich meine, ich war in Basel engagiert, ich war in Köln engagiert, ne? Also das sind Sachen, von denen andere Schauspielerinnen träumen, ne? Aber ich war immer der Meinung, dass ich nur eine mittelmäßige Schauspielerin sei. Und hat sich das? Ich weiß nicht, also seitdem ich älter geworden bin und vielleicht auch so freier, also das hat auch was mit diesem Freisein zu tun, also am freien Theater zu arbeiten, seitdem glaube ich mir, dass ich eine gute Schauspielerin geworden bin. Und außerdem mein Mann, der mein größter Fan ist und mich seit 25 Jahren begleitet, der sagt, ich sei ganz toll und dem glaube ich. Ja. außerdem brauchen Sie ja nur einen Blick in Ihre eigene Vita zu werfen. Die ist ja dermaßen voll, auch was Fernsehrollen angeht. Sie sind ja immer sehr präsent. Man kann sich jedes Jahr immer irgendwo entdecken in vielen verschiedenen, auch hochkarätigen Serien. Ja, ne? Mein nächster Fernsehfilm läuft am 1. November um 20.15 Uhr in der ARD. Besondere Schwere der Schuld mit Götz George. Ja, und das will ja schon was heißen. Ne? Ja. Auch andere Sachen, Tatort ist dabei, Soko. Ja. Ich kenne sie noch aus Geliebte Schwestern übrigens. Ja, das war eine sehr schöne Sache. Also dazu gibt es übrigens eine wunderbare Geschichte bei Geliebte Schwestern. Also so eine Daily Soap, da wird ja geschrubbt, ne? Also da wird ja wirklich viel gedreht. Und mein Spielpartner, der meinen Mann gespielt hatte, der Müller, der war so ein Synchronkind. Also das heißt, er hat als Kind schon synchron gemacht und er merkte sich Texte wahnsinnig schnell. Und das hat mich irgendwann so gewurmt, weil also bei der Daily Soap muss man wirklich ganz viel drehen und dann kommst du nach Hause und musst einen Text für den nächsten Tag lernen und so. Und irgendwann hat mich das so genervt, dass ich gesagt habe, der kann die Texte so, ich kann das auch. Und dann haben wir das wirklich gemacht und wir haben es ein Jahr lang gedreht, ich habe es im letzten halben Jahr wirklich nur noch so gemacht, dass wir uns beide hingesetzt haben. Wir haben gesagt, seid bitte alle einen Augenblick ruhig. Wir haben die Szene 3-mal laut gelesen und dann konnten wir sie. Mhm. Ja, also dann habe ich keinen Text mehr gelernt.
Gerade bei so einer Daily Soap, also gut, die Serie wurde dann so nach 200, 300 Folgen eingestellt, aber es hätte ja durchaus auch länger laufen können. Können Sie sich vorstellen, sowas über Jahrzehnte zu machen? Ich war froh, dass es nach einem Jahr abgesetzt wurde, weil ich hätte mich nicht getraut zu kündigen, ob des vielen Geldes. Ja. Aber nach einem Jahr wusste ich schon nicht mehr, was ich spielen soll. Also ich war eigentlich wirklich sehr froh, dass es so gekommen ist. Das ist interessant. Auf welche Rolle werden Sie denn am meisten angesprochen? Kann man das so sagen, wo Sie sagen, oh... Auf Frau Müller, ich spiele Frau Müller muss weg am Bautum-Theater. Das haben wir jetzt irgendwie schon die 120. Vorstellung. Ja. Ich werde anders auf der Straße mit Frau Müller angesprochen. Darauf werde ich am meisten angesprochen. Naja, damals, als ich die Daily Soap gespielt habe, da bin ich schon sehr viel auf der Straße angesprochen worden. Aber, ja, also ehrlich gesagt, so richtig viel bedeutet mir das nicht. Ja. Liegt das auch generell an diesen Theaterwurzeln, dass man dieses Fernsehen zwar gerne mitnimmt, sich darüber freut, aber sich nicht so wahnsinnig darüber definiert? Ja, auf alle Fälle. Also natürlich, also ich meine, also wenn ich nicht Fernsehen hätte, könnte ich mir diese Art von Theaterspielen überhaupt nicht leisten, weil es gibt so unglaublich wenig Geld auf der freien Szene. Davon kann man einfach nicht leben, ne? Davon kann man nicht mal leben? Nein, davon kann man nicht leben. Aha. Nein, also ich habe an manchen Theater kriegt man 70 Euro am Abend. Oh ja, oh Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ja. Das ist ja wirklich okay. Und man spielt ja auch nicht jeden Abend. Köln, also an denen spiele ich jetzt nicht, aber weil ich nur an den renommierten freien Theatern mir leisten kann zu spielen. Es gibt Theater in Köln, die zahlen keine Probenpauschale. Aha. Also die zahlen nur für die tatsächlichen Auftritte. Ja. Und da dann 50 Euro am Abend, ne? Also das heißt wirklich, ich könnte mir das nicht leisten, wenn ich nicht ab und zu Fernsehen machen würde. Aber hängen tue ich am Theater. Also bedeuten mehr. Also es bedeutet mir auch mehr. Ja, ich merke das auch schon, wie Sie so darüber reden. Das ist ja für Sie viel, viel mehr das eigentliche, Ihre eigentliche Arbeit, ne? Ja. Also ja doch, also sagen wir so, also es ist sicherlich auch so, ich meine, okay, ich spiele jetzt mittlere bis kleine Rollen. Ja, also ich habe mich nie wirklich so darum bemüht, eine große Fernsehkarriere zu machen. Also zum Beispiel meine Freundin Corinna Harfurch, wir waren zusammen auf der Schauspielschule, die hat ja nun eine grandiose Fernsehkarriere auch hingelegt. Aber das war für sie auch, und Filmkarriere, aber das war für sie auch immer wichtig. Für mich war das nicht so wichtig. Also wenn man so ganz große Rollen spielt und die sich aussuchen kann, dann kann das vielleicht auch eine große künstlerische Befriedigung sein. Aber für mich ist, also als Künstlerin empfinde ich mich als Theaterschauspielerin. Ja, hat sich denn so diese Theaterarbeit im Laufe der Jahre verändert? War das früher vielleicht reizvoller? Wenn man heute sagt, es ist wegen des Geldes, macht man es nicht, man macht es eigentlich, weil man selber schauspielern will. Hat sich das gewandelt im Laufe der Jahrzehnte? Puh, also sagen wir so, für mich hat es sich gewandelt. Okay, aber das ist, kann ich jetzt auch nur für mich sagen. Ich kann mir aussuchen, welche Rollen ich spiele und bei welchen Regisseuren. Ja. Also ich sage auch Rollen ab. Mhm. Also ich habe einfach in den letzten Jahren nur wirklich tolle Rollen gespielt. Also so im Allgemeinen kann ich das, also für andere kann ich da nicht so richtig sprechen. Ja, aber ist das Publikum denn, hat sich das gewandelt? Weil, also ich kenne zum Beispiel in meinem Freundeskreis geht keiner ins Theater. Ich bin jetzt Mitte 30 noch weit von entfernt. Anfang 30 und ich kenne überhaupt gar keinen, der ins Theater geht. Aha. Ja, auch da kann ich ganz schlecht mitsprechen. Ich habe, seitdem ich freischaffend bin, irgendwie auch riesiges Glück. Ich spiele wirklich immer in Produktionen, die gut ankommen. Okay, ja. Ja, aber es ist... Frau Müller muss weg, haben wir jetzt die irgendwie, glaube ich, die 120. Vorstellung. Dann spiele ich am Bautum-Theater noch Bunbury von Oscar Wilde. Da haben wir jetzt auch schon die 60. Vorstellung, was immer wochenlang vorher ausverkauft ist. Ja, das ist also auch... so, weiß ich nicht, also irgendwie scheint es der liebe Gott da gut mit mir zu meinen. Ja, das ist auch richtig. Dass Sie das als Glück bezeichnen. Was meinen Sie, wie viele Schauspieler wir schon interviewt haben, wo man sich überlegen muss, überhaupt irgendwas zu finden, worüber man reden kann, weil die wirklich sehr, sehr schwer sich von Auftrag zu Auftrag wirklich mühsam hangeln und dazwischen auch lange Pausen sind. Kriegen Sie sowas auch mit in dem Business allgemein, auch wenn es Ihnen sehr gut geht? Das geht auch mir so, natürlich. Aber ja, ich muss Ihnen sagen, ich habe früher auch Kriegsreportagen gemacht, ja. Ich weiß, was wirklich das Leid ist. Und dann kann ich das, was Leute hier so, worüber sich die Leute hier so aufregen, nicht so wirklich ernst nehmen. Ja. Ja, das erdet wahrscheinlich fürs Leben sowas. Ja, ne? Na, also ich bin sehr, sehr dankbar für das Leben, was ich führen darf.
Ich lebe in, also, ich meine, ich war mal überzeugter Marxist und dafür, den Kapitalismus abzuschaffen, ne? Also, aber ich lebe jetzt hier in einem Land, in dem ich meine Meinung sagen darf, in dem ich krankenversicherungsmäßig gut abgesichert bin, in dem ich Freiheit habe. Ich, also, natürlich werde ich dafür wenig bezahlt, was ich kriege, aber ich darf das machen, was ich kriege. Mhm. Also, ich habe wirklich das, ich weiß nicht, vielleicht ist manches auch Glück. Also, ich habe wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben etwas gearbeitet, was ich nicht wollte. Ja, das ist wahnsinniges Glück. Ich habe einmal 14 Tage lang gekellnert, aber das war bevor ich, die 14 Tage bevor ich auf die Schauspielschule gegangen bin, habe ich in Potsdam in meinem Stammcafé gekellnert. Also, es war auch mehr so Witz. Ja, ansonsten, also, ich habe wirklich das große Glück, dass ich nur Sachen mache, die mir großen Spaß machen. Natürlich ist es auch manchmal langweilig und so. Und also ich hab halt, ja, ich glaube, es ist einfach auch eine Einstellungssache und also und die hat sicherlich einfach was mit dem Alter zu tun. Ich werde jetzt 61. Ja. Und, da wird man den ganzen Sachen sehr viel gelassener gegenüber. Mhm. Fühlt man sich dann in diesem Business überhaupt wie 61? Ich meine, wenn Sie mal überlegen, ihre Großeltern, ja, als die 61 waren, da waren das ja richtige Omas und Opas damals. Und das ist ja heute überhaupt nicht mehr so, ne? Überhaupt nicht. Also ich sowieso wirklich überhaupt nicht. Meine Filmagentin, die hat zu mir gesagt, Doris, so, wir sollten jetzt mal langsam anfangen, dich so ein bisschen in Richtung Oma zu verkaufen. Ja. Das heißt, haben wir überlegt, was wir so machen können und so, und haben wir gesagt, naja, ich färbe mir die Haare nicht mehr, also ich hatte mir immer die Haare schwarz gefärbt, weil früher hatte ich ganz schwarze Haare und dann wurden die so aschig. Habe ich gesagt, ich färbe mir einfach die Haare nicht mehr, ich werde ja sicherlich auch, und ich habe ja auch gesehen, ich habe ein paar graue Haare, ich werde ja sicherlich auch grau sein, weil sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter, nach denen ich beide sehr komme, die waren mit 60 schlurweiß. Habe ich gesagt, naja, dann mache ich jetzt eben einen auf Oma. Also dann bin ich eben zum Friseur gegangen, habe gesagt, so, jetzt lasse ich sie mir färben, ich lasse sie jetzt rauswachsen und jetzt schneidet sie mir noch mal kurz, damit es nicht so doof aussieht mit dem rausgewachsenen. Mhm. Ja, jetzt habe ich ein bisschen graue Haare und der hat sie mir kurz geschnitten und ich sehe noch jünger aus. Also es ist sicherlich auch, also sicherlich in irgendwie jeder Schauspieler, aber ich insbesondere habe mir mein kindliches Gemüt extrem behalten. Ja. Mhm. Ich fühle mich überhaupt nicht so wie 61. Und also zum Beispiel als nächstes probiere ich ein Stück im Bochum am Prinz-Regent-Theater, so eine Mutter-Sohn-Geschichte. Und wie, als sie mir gesagt haben, wer meinen Sohn spielen soll, habe ich gedacht, den könnte ich mir als meinen Ehemann vorstellen, aber nicht als meinen Sohn. Also irgendwie für mich bin ich irgendwie immer noch so vom, ja weiß ich nicht, vom Äußeren oder von meinem Gefühl her irgendwie wie 40 oder so, ja. Aber von meinem Denken her bin ich wie 60 und das finde ich sehr viel besser. Weil ich mich wirklich einfach nicht mehr so schnell aufregen lasse von irgendwelchen Sachen. Bin wirklich, also das ist das, na klar, so man kriegt so seine kleinen Zipperlein langsam, das ist sehr nervig. Oder dass ich keine hochhackigen Schuhe mehr sehr lange tragen kann. Das ist eine Sache, die einfach nicht schön ist, weil die Füße so sich verformen, wenn man älter wird und so. Aber das mit der Gelassenheit, das empfinde ich als einen großen Segen. Mhm. Wenn man den Beruf so liebt wie Sie, ne, und man merkt ja richtig, dass Sie aufgehen, ne, da ist ja wahrscheinlich auch... Halt der schönste Beruf auf der Welt. Also das ist wirklich mein großes Glück. Neben meinem Sohn und meiner Schwiegertochter und meinen Enkelkindern. Genau, das muss auch so sein. Ja. Wie kritisch sind Sie da mit sich? Wenn Sie sich im Fernsehen anschauen, gucken Sie... Ja? Also von diesem Film Besondere Schwere der Schuld war vor 3 Tagen oder 4 Tagen große Premiere im Residenzkino in Köln und ich sitze da und denke nur, oh Gott, du hast wieder viel zu viel gespielt. Ah ja. Viel zu viel gespielt heißt zu übertrieben zu dargestellt? Übertrieben, ja, also das ist dann sicherlich für andere nur minimal, aber ich sehe, weil es ist so, beim Theater ist es ja so, du musst genau wissen, was du willst und du musst es noch ein bisschen verstärken, dass der Zuschauer, also dass es über die Rampe kommt, dass der Zuschauer es begreift. Beim Fernsehen ist es aber so, also du darfst nicht wenig spielen, du musst gar nicht spielen. Du darfst es wirklich nur denken und musst darauf vertrauen, dass so wie du wirkst, also wie dein Gesicht aussieht, dass das schon genug erzählt. Ja, also viele Sachen, die man auf der Bühne mit so einer Körperlichkeit noch erzählen muss, das darf man beim Fernsehen nicht mal andeuten. Und da neige ich dann doch manchmal noch zum Andeuten. Ja, was mir auch immer auffällt, gerade bei so Fernsehfilmen, sind, dass so Großaufnahmen sehr, sehr angesagt sind. Dass auch das Gesicht teilweise gar nicht komplett zu sehen ist, sondern nur so bis zum Kinn. Ja, ja.
dass man ja. da wirklich das ganz minimalistisch hält, ja, ne? Ja. Und ich meine, das mit dem, ich sag das jetzt so großkotzig, ich bin eine gute Schauspielerin, aber fragen Sie mich mal am 2. Januar, einen Tag vor meiner nächsten Premiere. Ja, also, sehr gerne. kurz vor den Premieren bin ich immer... Immer noch? Oh, furchtbar. Also meine, war das jetzt meine letzte Produktion? Ja, meine letzte Produktion, da habe ich am Freien Werkstatttheater in Köln Zimmer Nummer 6 nach einer Geschichte von Anton Tschechow gespielt, ja. Und das, also ich habe zu Hause nur geheult und ich habe nur darüber mit meinem Mann darüber geredet, dass ich die Einzige bin, die schlecht ist, dass alle anderen gut sind, dass alle anderen sich gut verstehen und ich mich mit denen aber nicht verstehe, dass der Regisseur sicherlich schon es bereut, dass er mich besetzt hat und es war alles furchtbar. Und weil ich aber jetzt älter geworden bin, traue ich mich mittlerweile sowas zu sagen. Und dann habe ich irgendwann vor der Probe gesagt, so, ich muss jetzt mal mit euch reden. Ich habe das Gefühl, ihr seid alle gut geworden und nur ich bin scheiße und ich kann es nicht. Und ihr wisst alle, was er machen sollte und ich spiele hier irgendwie. Und dann saßen alle da und dann sagte ein Kollege nur, du Ries, du hast doch aber die schwerste Rolle von uns allen. Ja. Ja, aber es ist schon ganz schön mutig, das überhaupt anzusprechen, dass man noch so fühlt, das oder? Das hat nur mit dem Alter zu tun, dass ich mich das traue. Ja. Habe ich mich früher nie getraut. Aha. Früher habe ich mich das nie getraut, also weil man ja in seinen Grundfesten zerstört ist, wenn man merkt, dass man was nicht hinkriegt. Ne? Das ist wirklich was mit dem Alter zu tun hat und eine der Sachen, weshalb ich glücklich bin, älter zu sein, weil ich mich sowas traue. Und das Irre ist, es kommt wirklich dann eben ganz anders, als man denkt. Ne? Es hilft nur raus und sagen, weil es sind so viele Missverständnisse zwischen den Leuten, weil man denkt, die Leute würden über einen was denken. Und in Wirklichkeit ist es was ganz anderes, was wir über einen denken. Ja, oh ja, das kenne ich auch, ja. Das ist richtig. Haben Sie eigentlich so im Laufe dieser ganzen Jahre, und es ist, ich sage das mit ganz viel Respekt, gar nicht immer so aufs Alter bezogen, ne? Weil Sie haben ja wahnsinnig viel Erfahrung auch in diesem Beruf und sind trotzdem so aufgeregt. Haben Sie da Kollegen kennengelernt, so die Großen des Theaters, denen es auch so geht? Also die ich schätze, denen geht es allen so. Ah ja, aha. Das ist ja gerade, also mir ist es dieses Jahr besonders... Sache ist einfach die, wenn man sich nicht vor Angst den Arsch aufreißt, dann ist man nicht gut. Ja, also ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgend so ein Shakespeare-Stück in Aachen gesehen und dann habe ich vorher ein Interview mit dem Schauspieler gelesen. Ich kannte den gar nicht, weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Und der hat so darüber erzählt, wie toll er ist und was er alles kann und was er alles macht und so. Und auf der Bühne habe ich dann eben gemerkt, der hat irgendwie überhaupt seinem Kollegen nicht zugehört. Der hat manchmal auf Sätze geantwortet, die noch gar nicht gefragt wurden. Ja, und so. Also Leute, die sich gut finden, die sich nicht ununterbrochen in Frage stellen, jedes Mal denken, natürlich kann ich sagen, ich habe ganz viele Theaterrollen gespielt und die habe ich alle sehr, sehr gut gespielt. Aber ob ich die nächste Rolle nicht völlig in den Sand setze, das weiß ich nicht. Und davor habe ich auch Angst. Davor haben Sie Angst? Ja. Ist es denn jemals passiert, dass Sie im Nachgang gesagt haben, das hätte ich mal besser nicht gespielt? Ich habe einmal eine Sache gemacht, wo ich mich nicht getraut habe zu wehren. Und zwar war das in Basel. Da haben wir ein Stück inszeniert von Heiner Müller und da hat der Regisseur gesagt, dass ich zum Schluss vor den eisernen Vorhang treten sollte, mir die Bluse aufreißen sollte, mir mit Theaterblut so über den nackten Busen das Blut verreiben soll und einen Monolog halten soll. Und da habe ich mich wegen der Machtverhältnisse am Stadttheater nicht getraut, mich dagegen zu wehren. Und habe das gemacht und habe mich zu Tode geschämt. Und habe das dann noch 3 Vorstellungen gemacht und dann bin ich zum Intendanten gegangen und habe gesagt, ich kann das nicht. Ja. Das war etwas, wo ich gesagt habe, das war nicht gut, dass ich das gemacht habe. Einmal bei einer Regisseurin, aber das weiß man ja vorher nicht, ich kannte die vorher nicht, wo ich einfach sage, mit der werde ich nie wieder arbeiten, weil die hat noch 14 Tage vor der Premiere, bin ich zu ihr hingegangen, habe gesagt, sag mal, was stimmt zwischen uns beiden nicht? Vertraust du mir nicht? Und da hatten wir schon 4 Wochen probiert. Und dann sagt sie zu mir, ja, ich vertraue dir nicht, ich kenne dich ja nicht. Ja, was soll man dazu sagen? Aber etwas bereut gemacht zu haben? Nee.
Aber es ist, was ich mir besonders schade finde bei Theaterstücken, dass sie dann doch so vergänglich sind. Ne? Bei jeder kleinen Fernsehproduktion kann man das irgendwann auf DVD kaufen. So ein Theaterstück eigentlich nicht. Würden Sie sich freuen, wenn das auch, sagen wir mal. Nee, also es wird ja immer aufgenommen, ne? Weil man es ja, weil man es ja gastieren will und so. Und, ja. Dann guckt man sich das an, das kommt nicht rüber. Okay, und das kann sein. Und außerdem ist nicht so ganz vergänglich, weil, also, weil es gibt so Situationen, ich habe vor 20 Jahren vielleicht mit Josef Tratnik mal in Köln Quartett von Heiner Müller gespielt. Im Agrippa-Theater im Wasser. Wir sind die ganze Zeit im Wasser gelaufen oder geschwommen. Da habe ich jeden Probenabend geheult. Martin Möller, der Regisseur, war so knallhart mit mir. Ich habe wirklich jeden Probenabend geheult. Wir hatten, glaube ich, nur 15 Vorstellungen, weil das Agrippa-Bad dann umgebaut wurde. Und bei jeden 15 Vorstellungen habe ich Bravos gehabt. Also das hatte ich noch nie in meinem Leben, dass ich jede Vorstellung Bravos hatte. Und da ist ganz oft Leute, das sagen, oh, sag mal, hast du, Pledert, bist du die, die in dieser wahnsinnigen Inszenierung gespielt hat, die ja im Wasser war? Ja. Also es gibt gute Theaterinszenierungen, die so bei den Leuten im Kopf bleiben. Also das ist dann vielleicht nur so eine, ja, also vielleicht nur so ein Hauch, den man wieder spürt, aber nee, so ganz vergessen wird sowas nicht. Ja, also ein Moment, der irgendwie dann den Menschen berührt hat und der bleibt, ne? Das ja, ist schon ja, erstaunlich. Ja, der bleibt. Schauen Sie sich selber eigentlich auch Stücke an oder ist das als Schauspielerin sehr schwierig, weil man doch viel zu technisch guckt? Früher, als ich noch in der Innenstadt gewohnt habe, bin ich sehr viel ins Theater gegangen. Jetzt wohne ich, wie gesagt, in Zündorf, das ist eine halbe Stunde raus. Und ja. Ja. Da gibt es dann höchstens so eine. Ich gehe nicht mehr so viel ins Theater. Ja, okay. Also sagen wir so, ich gehe eigentlich hauptsächlich ins Theater, wenn irgendwelche Freunde von mir spielen oder so. Nee, ich gucke nicht technisch. Ich gucke wie ein. Ich bin ein sehr beliebter Premieren-Zuschauer bei den Kollegen, weil ich, wenn es lustig ist, mich totlache. Und alle dann sagen, oh, Doris ist da, wie super toll, ja. Nee, ich guck da wie ein ganz normaler Theaterzuschauer. Wo ich mich eher oft ärgere, ist, ich kann mit einem großen Teil der modernen Stücke überhaupt nichts anfangen, weil das erzählt mir überhaupt nichts. Ja. Wo gar keine Geschichte mehr erzählt wird, sondern wo es nur um die allgemeine Befindlichkeit der Mittelstandsbürger geht. Ja, also, wenn man da zwei Stücke gesehen hat, weiß man es eigentlich. Also da ärgere ich mich dann oft. Aber nee, also ich bin für Theater extrem begeisterbar. Und wenn ich gute Kollegenleistungen sehe und von Frauen, und das ist, finde ich, was Witziges, von Frauen in meinem Alter besonders. Also da bin ich nicht irgendwie eifersüchtig, warum spiele ich die Rolle nicht, sondern ich freue mich eher ganz doll. Nee, also da bin ich, also Theater hat auch auf mich einen großen Zauber. Ja. Ja, und das macht wahrscheinlich auch diese lebenslange Faszination aus, ne? Dass sie auch privat das lieben. Ja, aber ich muss Ihnen sagen, also zu spielen oder vielmehr zu probieren, liebe ich noch mehr. Es ist einfach so, probieren ist das Allertollste. Weil beim Theater probieren, wenn man Glück hat und die Verhältnisse alle wirklich so richtig toll sind, dann hat man die absolute Freiheit. Und es gibt Momente, wenn man beim Probieren, wie soll ich sagen, einen Satz begriffen hat oder ein Gefühl begriffen hat, dann gibt es so eine Sekunde lang, hat man das Gefühl, man hätte die gesamte Welt begriffen. Okay. Das ist so ein Glücksgefühl, da kommt wirklich nichts drüber. haben Sie eigentlich diese ganzen Texte, ich meine, so ein ganzes Stück ist ja lang, ja. Ne? Haben Sie das entsprechend auch noch lange später im Kopf? Können Sie heute noch so sich an Passagen erinnern oder kriegt man das? Ja, das ist sehr witzig. Also zum einen, ich bin im Augenblick, versuche ich, meine Freundin Corinna und ich, wir hatten damals zum Intendantenabschluss hatten wir Elektra und Clytemnestra gemacht. Und ich versuche auf diesen Clytemnestra-Monolog zu kommen. Ich finde die Übersetzung, die wir hatten, nirgendwo mehr. Ein Drittel habe ich schon aus dem Gedächtnis wieder rausgekramt. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre her, ne? Ja. Kriege ich nicht. bin ich gerade dabei, wahnsinnig zu werden. Ich habe aber eine sehr lustige Geschichte erlebt. Ich habe am Schauspielhaus Köln Victor oder die Kinder an der Macht gespielt. Da habe ich das Dienstmädchen gespielt. Und die trat immer ganz viel auf. Das heißt, ich stand ganz viel hinten in der Gasse und wartete auf meinen Auftritt.
Dann hat später meine, 15 Jahre später, meine Freundin Petra Kalkutschke in Bonn am Schauspielhaus das gleiche Stück gespielt und hat mich eingeladen. Und dann habe ich gesagt, oh, ist ja toll, Mensch, das habe ich ja damals auch gespielt. Mhm. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle ich da gespielt habe. Naja, ist ja egal, ich werde mal kommen und gucke es mir an. Ich setze mich hin, das Stück fängt an und ich konnte das gesamte Stück im Kopf mitreden. Also auch die Texte aller Figuren? Ja, weil ich ja immer so viel dahinter gestanden hatte. Ne? Ja. Also ich konnte die ganzen Texte mitreden. Das fand ich, also irgendwo ist es doch für immer gespeichert. Man merkt das auch bei Kindern, diese Hörspielkassetten oder Filme so. Ja. Ne? Wenn man sich so stark damit beschäftigt, das bleibt ein Leben lang irgendwie drin. Ja. Sehen Sie denn Ihre Schauspielkollegen auch kritisch oder merken Sie einen Unterschied, wenn jemand ganz neu dabei ist, dass er noch unsicher ist? Kann man so Leute an die Hand nehmen? Also erstmal, ob ich meine Schauspielkollegen unterschiedlich sehe, ich glaube, da bin ich reichlich kritisch, ja. Also ich finde manche sehr, sehr schlecht. Und manche sehr, sehr gut. Mhm. Doch, natürlich. Also insbesondere, wenn ich in einem Stück spiele, wo jüngere Kollegen dabei sind. Und ich bin ja nur sehr impulsiv und gehe sehr gerade raus. Und dann kommen die schon oft zu mir und sagen, wie soll ich denn das machen, wie soll ich denn das machen? Und das mache ich dann auch gerne. Dann gibt es auch andersrum so ein paar Helden ihrer Kindheit. Ich meine, dieses Jahr Joachim Fuchsberger verstorben, Per Augustinski verstorben. Ja, ich bin ja nur in der DDR groß geworden, ja. Da hatte ich andere Helden. Okay. Ja, also da waren meine Helden Winfried Glatzeder. Oh ja, gut. Ja, den habe ich als hier in Der gute Mensch von Sichuan an der Volksbühne gesehen. Haben Sie ihn denn auch im Dschungelcamp gesehen? Wie bitte? Haben Sie ihn auch im Dschungelcamp gesehen? Okay. Also erstmal habe ich sowas noch nie gesehen und das hat mir richtig wehgetan. Ja, glaube ich. Das hat mir sehr, sehr wehgetan. Aber von irgendwas muss man leben, ne? Wenn er sich das entschieden hatte zu machen, also das ist sehr schrecklich für mich gewesen. Ja, ist erstaunlich, was manchmal so für eigentliche Giganten der Vergangenheit dann in solchen Formaten auftauchen. Ne? Ich meine, was willst du machen, wenn du keine Arbeit kriegst? Ja. Es ist ja wirklich, man muss einfach von irgendwas leben. Ja, und wenn man eine Familie hat und so, und ich meine, also meine Kinder und die Kinder meines Mannes ernähren sich selber, aber wenn du so Familie am Hals hast, musst du dir einfach irgendwas überlegen. Ne? Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, es gibt bald einen Fernsehfilm von Ihnen. Ich habe in Ihrer Vita zwei Filme dieses Jahr auch schon gelesen, Besondere Schwere der Schuld. Ja, das ist der am 1. November läuft. Das ist der jetzt kommt und einer heißt noch Unverschämtes Glück. Kam der auch schon? Nein, der kam noch nicht, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ach so, ja. Mein Namensgedächtnis macht mir wieder. Nee, wann der läuft, weiß ich noch nicht. Ja, okay. Aber Sie sind halt wirklich immer wieder auch im Fernsehen zu sehen, haben wirklich eine sehr gute Mischung. Und wenn Sie sagen, das Fernsehen mache ich, weil es auch Spaß macht, aber weil ich damit auch alles finanzieren kann und mir das Theaterspielen auch ein Stück weit leisten kann, das ist eine interessante Einstellung, habe ich so auch noch nicht gehört. Aber muss man auch mal dazu stehen, das zu sagen, ne? Dass auch im Theater das sehr schwierig ist, da über die Runden zu kommen. Also da bin ja nicht nur ich die Einzige, die das darüber redet. In Köln hat sich eine Initiative gegründet, die hat eine junge Schauspielstudentin angeregt, die ihre Diplomarbeit darüber geschrieben hat. Also es hat sich jetzt eine Initiative gegründet, die darüber die Öffentlichkeit informieren will, wie schlecht Schauspieler bezahlt wird. Weil irgendwie alle Leute denken ja, Schauspieler ist ein easy Job, da musst du spät aufstehen und kriegst viel Geld. Ne? Und die meisten Schauspieler leben unter dem Existenzminimum. Ja, irre. Und das ist eine Verantwortungslosigkeit des Staates und der Stadt. Also weil zum Beispiel in der Stadt Köln ist es so, also es gibt ja das Schauspielhaus, das ja wirklich manchmal ganz grandiose Inszenierungen vorbringt. Und dann gibt es eine sehr große freie Theaterszene. Die Zuschauermenge in Köln verteilt sich zur Hälfte aufs Schauspielhaus und zur Hälfte auf die freie Szene. Und die freie Szene bekommt aber 5% von dem, was das Schauspielhaus an Geld von der Stadt kriegt. Aber weiß ich jetzt nicht, 5 oder 10%. Das ist einfach ein Unding. Ja. Die Leute in der Stadt sagen sich, ja, irgendwie funktioniert es ja immer, ne? Und ist die freie Szene eigentlich die kreativere? Nee, das würde ich nicht so sagen. Okay. Nee, also, na sagen wir mal so, ist es die kreativere?
Naja, doch, man hat schon öfter, ja, weil man, also sie ist nicht so machtstrukturiert wie das Stadttheater. Mhm. Und dadurch ist sie schon kreativer. Also weil man eben sich wirklich mit Leuten zusammenfindet und mit denen man arbeiten möchte aus künstlerischen Gründen. Ja, das glaube ich. Das sind auch nicht so starke Hierarchien, ne? Nein, überhaupt nicht. Ne? Sondern, also zum Beispiel ein Stück, was ich jetzt wirklich mit großer Begeisterung spiele, Bunbury am Bautum-Theater, das ist von der Gruppe Acting Accomplices. Thomas Ulrich ist der Regisseur und von denen habe ich ein paar Sachen gesehen und irgendwann bin ich hingegangen und habe gesagt, Thomas, ich will unbedingt mal bei euch mitspielen. Einfach, weil ich die Art und Weise, wie die Theater machen, toll fand. Ja, glaube ich. Ja, und da ist jetzt eine sehr enge Zusammenarbeit geworden. Also, nee, ich glaube schon, weil, also in der freien Szene muss ich ja wirklich auf nichts Rücksicht nehmen, weil, also, ob Leute kommen oder nicht, weißt du sowieso nicht. Also zum Beispiel dieses, dass wir mit dem Frau Müller muss weg so einen riesengroßen Erfolg haben, das hat ja kein Mensch gewusst. Ja, ne? Ja. Das also und dann glaube ich allerdings auch noch, was ich auch ganz gut finde, was mich ein bisschen stört am Stadttheater ist, doch, dass Regisseure am Stadttheater doch irgendwie der Meinung sind, dass sie die großen Künstler sind, die also das Theater dazu ist, dass sie sich selbst verwirklichen können. Und in der freien Szene ist es doch mehr eine Gruppe, die eine Inszenierung macht. Mhm. Weil, also mich interessiert nicht, wie ein Regisseur ein Stück sieht. Mich interessiert eher wie. Also ich fand, als ich noch am Stadttheater war, dass Regisseure die Schauspieler eher vergewaltigt haben, um sie dazu zu benutzen, das zu zeigen, was sie denken. Ja, okay. In der freien Szene ist das so, also mir, das ist einfach so, da kann mir keiner sagen, du hast das jetzt zu machen, weil da kannst du zur Not sagen, weißt du was, leck mich am Arsch und kannst gehen. Mhm. Das kannst du am Stadttheater nicht machen. Ne? Ja doch, aber dann kann man ja auch direkt gehen. Ne? Dann kann man aber ganz direkt gehen. Genau. Ja, na, also deshalb ist da, also finde ich, die Wertschätzung bedeutend größer untereinander. Mhm. Und auch so der Konkurrenzkampf ist irgendwie nicht so. Also am Stadttheater war der Konkurrenzkampf furchtbar unter den Schauspielern. Das fand ich auch, das hat mir auch nie gefallen. Ich mochte das nie. Mhm. Das ist am freien Theater nicht so, weil worum soll man um die 70 Euro konkurrieren? Ja, das stimmt. Da haben Sie also recht. Da ist es dann eher ein künstlerischer Konkurrenzkampf, ne? Ja. Ja, aber das ist ja auch eigentlich das, was das Schauspiel ausdrücken soll, ne? Dass man das richtig, richtig will und mit Leidenschaft spielt. Können Sie sich vorstellen, das in 20 Jahren noch zu machen? Ja, wenn ich in 20 Jahren noch lebe und dann nicht mehr spielen kann, dann drehe ich durch. Mhm. Also ich hoffe, dass ich mir die Texte dann noch gut genommen habe. Ich möchte bis zu meinem Lebensende spielen, also weil mir das einfach so ein Glück bereitet. Ja. 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 Also ich komme eigentlich aus Norddeutschland und meine Oma, die fand die Heidi Kabel immer so großartig. Ja, ja. Die hat ja auch gespielt bis zum geht nicht mehr. Ja. Es gibt ja so ein paar Leute, ich glaube gerade im Schauspielerischen, so richtig weg ist man da nie, oder? Man ist höchstens rarer, aber man ist nie komplett weg, ne? Ne, also die älteren Kollegen, die ich kenne, die spielen dann eigentlich eher deshalb nicht mehr, weil es ihnen zu anstrengend wird. Ja. Das ist auch wieder eine doofe Sache. Wenn ich jetzt abends nach der Vorstellung nach Hause komme, bin ich total kaputt. Das kenne ich von früher nicht. Das ist nicht schön am Älterwerden, aber ach, ja, nicht zu ändern. Ja. Ja, Mensch, dann wünsche ich Ihnen, dass es so weitergeht, ne? Ja. Also wird's ja sowieso. Trotzdem viel Erfolg, ne? Ja. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Und alles Gute, ja? Ja, ich danke Ihnen recht herzlich. Mir hat es auch ganz großen Spaß gemacht. Okay, ciao. Ja, da geht so ein Gespräch gerne schon mal etwas länger. Das ist das Tolle hier im Sprechplanet. Wir haben keine Sendezeit. Ich kann machen, was ich will. Das machen wir jetzt seit über 5 Jahren und es macht mir also so viel Spaß wie aktuell, hat mir der Sprechplanet übrigens schon lange nicht mehr gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt einfach 2 Folgen pro Woche online stellen. Das war übrigens das erste Gespräch, meine Lieben, hier. Wer sich dieses Gespräch heute hier angehört hat, ne? Wer unserer treuen Fans das gemacht hat, der hat gerade die Premiere gehört. Es war das erste Gespräch hier im Laufe dieser ganzen Folgen. Über 250 Ausgaben Sprechplanet gab es schon. Das erste Gespräch, und jetzt komme ich endlich zum Punkt und sage auch, was ich sagen will. Also es war das erste Gespräch, sagte Julian. Also das erste war es, ja, wie er meinte. Es wäre das allererste gewesen, sagte er in der heutigen Folge, wo ich überhaupt keine einzige Frage mir vorher aufgeschrieben habe.
Ich werde ja oft gefragt, wie ich meine Interviews gestalte, und ich habe immer eigentlich so einen kleinen Fragenpool oder so ein paar Stichwörter. Wenigstens Stichwörter habe ich sonst immer dabei, wenigstens das, und heute hatte ich gar nichts. Ich habe mir nur den Lebenslauf von Doris Plenert angeguckt und habe so ein paar Sachen mir hier zurechtgelegt, aber im Prinzip, es war das erste Gespräch, was ich komplett frei geführt habe, ohne jeglichen roten Faden, und ich finde, es hat ganz gut geklappt und ich probiere das jetzt einfach mal so weiter. Die nächsten Gespräche werden ebenfalls komplett ohne vorgefertigte Themen. Fragen habe ich selten aufgeschrieben, aber Themen mir immer vorher genau aufgeschrieben, worüber ich sprechen will. Das habe ich heute nicht gemacht und ich fand es sehr, sehr entspannt und sehr, sehr cool und mir hat sehr viel Spaß gemacht, und so mache ich das jetzt die nächsten Wochen auch, und dann gucken wir mal, wohin die Reise führt hier im Sprechplanet. Auf jeden Fall führt sie zum nächsten Samstag. Moderationsüberleitung, die habe ich gelernt im Laufe der Jahre. Da haben wir Laurent Daniels hier am Telefon. Er war in den 90er Jahren großer Star bei GZSZ, ist dann übernommen worden in die Spin-off-Serie Großstadtträume, die dann gefloppt ist, womit dann auch sein Engagement für diese Produktion erledigt war. Ich werde mit ihm sprechen über seinen großen Aufstieg, aber auch den großen Fall eines Schauspielers. Und das klingt schon so ein bisschen so, als wenn ich Markus Lanz gerade imitiere. Ich werde auf jeden Fall mit Laurent Daniels sehr, sehr viele, wirklich, wirklich viele, weil wir auch viele Soap-Fans unter unseren Hörern haben, wollten ihn gerne mal hören. Ich habe ihn gefragt und es hat lange gedauert, bis wir den Termin hier zustande bekommen haben, aber am Samstag hört ihr Laurent Daniels in einem ehrlichen Gespräch über die Medienbranche. Ehrlicher kann man kaum darüber reden. Also, bis Samstag, schöne Woche weiterhin durchhalten, das Wochenende kommt irgendwann, spätestens am Samstag. Tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.